Achtung, Achtung, Achtung! Machen wir mal einen Kreis oder irgendwas, das wir uns hören können? Kommt mal alle bitte in die Nähe, dass wir uns hören können. Ja, wunderbar. Kommt eine Mitteilung! Kommt eine Mitteilung! Kein Vortrag! Wir wollten fragen, am 7. Februar, also in nicht ganz zwei Wochen, gibt es ja die große Friedensdemo auf der NATO-Sicherheitskonferenz in München. Und es war natürlich ein Hit, wenn die riesengroß wird. Und die Frage ist, vielleicht kriegen wir auch groß genug Gruppen zusammen von da, von Wien, dass wir einen Bus mieten. Das war natürlich die günstigste Variante. Ich meine, es gibt da offizielle, öffentliche Busse gibt es auch. Da habe ich mich schlau gemacht, da gibt es einen um 19 Euro pro Fahrt. Der Nachteil ist, dass man mit dem ein bisschen zu spät kommen hatten, was ich persönlich schade finde. Also da fährt einer weg um 7.45 Uhr, glaube ich, in Erdberg und ist um 13.05 Uhr in München, aber noch nicht dort, wo die Demo anfängt. Das heißt, dann muss man noch dorthin, wo die Demo anfängt. Die Demo fängt offiziell um 13 Uhr an, das Vorprogramm ist ab 12.30 Uhr. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich, also man muss auch mit Verspätungen rechnen. Und also ich möchte lieber so fahren, dass wir pünktlich kommen. Da gibt es Züge natürlich. Das Billigste, was ich gefunden habe, war die Hinfahrt um 49 Euro. Also der offizielle Preis ist 80 ungefähr. Um 49 habe ich was gefunden. Da waren wir rechtzeitig, also um 11:45 oder sowas in München. Da gibt es aber, weiß ich nicht, wie viel es da gibt. Also ich habe einmal geschaut für 5-6 Personen, aber die Sporttickets sind meistens begrenzt. Und was es aber natürlich gibt, ist die Möglichkeit, dass man einen Bus mieten. Also wenn wir 20, 30 Leute werden, dann darf sich das schon lohnen. Samstag, 7. Februar. Ja, genau. Und Beginn? Beginn 13 Uhr in München am Marienplatz. Da müssen wir weg. Naja, die Busse rechnen mit 5 bis 6, also das, wo ich gefragt habe, wenn man Bus mieten mit Fahrrad, die rechnen mit 6 Stunden Fahrzeit, das ist natürlich lau. Der Zug ist in 4 Stunden. Ich meine, ich weiß auch nicht, weil wir können natürlich auch mehrere Fahrgemeinschaften machen, falls es Leute gibt, die gern so lange Auto fahren. Also ich fahre zwar Auto, aber nicht gern so lange Strecken, fahre dann nicht zurück. Ich meine, das ist ja irgendwie. Also der Bus zurück zum Beispiel, der offizielle, das ist nicht schlecht, da geht auch noch um 23 Uhr. Naja, Gruppenkarten gibt es ab 6 Personen, allerdings ist das nicht eine riesen Ermäßigung. Also das kostet auch noch pro Fahrt dann 55 Euro. Bist du der? Ja, das ist trotzdem noch viel, gell? Und was kostet das? Wenn wir einen Bus mieten, wenn wir 30 Leute zusammenkriegen, glaube ich, ist der Preis pro Person um die 55 Euro hin und retour. Bei 20 Leuten 79 hin und retour. Den kommt man natürlich, wenn wir einen Bus mieten, dann können wir sagen, okay, bitte um die und die Zeit müssen wir dort sein, mit einem Spielraum natürlich, damit wir wirklich rechtzeitig sind, und um die und die Zeit möchten wir fahren. Also ich persönlich denke mir, es war natürlich auch schön, auch ein bisschen Zeit haben mit Leuten zum Ratschen oder irgendwo Aftershow-Party oder was der Geier was. Ich würde auch gerne mit dabei sein. Ja. Also ich meine, der erste Schritt war jetzt sozusagen, dass wir mal schauen, wie viele Leute kriegen wir denn überhaupt zusammen, nicht? Das kostet nur mehr. Ja, wo tun wir das organisieren? Die große Frage ist, wie darf man das organisieren, weil das muss... Nächste Woche. Lauter. Also ich meine, die Sporttickets beim Zug gibt es vielleicht nächste Woche nicht mehr, aber es ist die Frage, ob das ist wahrscheinlich eh für viele auch noch zu teuer. Das ist nur eine Fahrt. Wenn man einen Bus kriegt, dann ist es eigentlich das Billigste. Wenn 20, 30 Leute kommen, ist der Bus... Ja. Oder halt, aber eben, also der Nachteil von dem offiziellen, also von dem öffentlichen Bus ist halt, dass wir bei der Hinfahrt spät kommen und die Rückfahrt ist um 23.45 Uhr. Die
Der fährt und ist um 6 in der Früh in Wien. Ich meine den gemieteten Bus. Nein, nein, das ist der. Ja. Aber das Praktischste wäre natürlich ein gemieteter Bus. Ja, ja. Ja, magst du deine E-Mail-Adresse eingeben, dass oder wir dir schreiben können, dass du siehst, wie viele Leute zusammenkommen? Ja, ja. Ja, okay, passt auf, also kennt euch, warte mal, wie machen wir das am gescheitesten? Gescheiter war es, wenn ihr euch meine aufschreibt, oder? Ja, dann schon zum Beispiel. Also das war ein e.ferdini, ich buchstabiere es einmal. Ich hab's glaube ich. Oder ich meine auf der Mahnwachenseite, aber gut, da weiß ich nicht, ob es mich findet. Also ich habe das heute auch eingestellt in die Mahnwachenseiten, ich kann es dann nochmal einstellen. Ja, bitte. Dann findet ihr es. Also ich bin die Eva Ferdini, Friedrich Emil Robert, Dora Ignaz Nordpol Y. Das haben wir uns ja auf der Homepage. Bitte? Friedensmahnwachen. Friedensmahnwachenseiten habe ich es gegeben. Und auf die Montagsthema? Da gibt es ja zwei Demos. Auf Facebook ein Montagsdemo. Kann ich auch aufstellen, natürlich. Ja, ja dann findet es schon. Wenn's da ein bisschen, dann, wenn ich heimkomme, stelle ich es noch einmal auf beide drauf, dann findet es mich schon. Und warte mal, also dann müsstet ihr meine E-Mail-Adresse. Nein, dann könnt ihr mir ja personal Dings schreiben. Genau. Genau. Also dass alle die, damit ich einmal weiß, wie viele Leute. Ich meine, gibt es irgendjemanden, der Erfahrung damit hat? Weil ich habe erst bei einem Busunternehmen gefragt. Keiner. Nein, muss ich noch schlau machen. Also vielleicht gibt es auch noch billigere, wer weiß. Naja, aber das ist die Qualität. Das ist dann die nächste Frage. Also da, ich habe keinerlei Erfahrung. Ich habe einfach. Was meinst du? Die Qualität von Bus. Ferdini et Cellulati. Die fahren sich ja noch billiger. Ja? Dass wir in Bratislava anfragen, dass die rumfahren und aufhören. Ja, so ja dann macht das nicht gut Sinn machen. Sich zwei Drittel von den Österreicher oder weniger. Kennst du da? Okay, wer? Kennst du den? Machst du das? Ja, meine Frau ist Slowakin. Ist ja, bitte frag! Na, bitte frag! Also, ja? Du, vielleicht müssen dann zwei Fahrer oder der schlaft in München irgendwo, wenn der im Bus schlafen kann. Also, ich nehme mal an, wenn wir einen Bus mieten, dass es. Müssen wir uns halt dann auch einigen auf eine Rückfahrt. Also ich weiß nicht, vielleicht ja meine Zähne oder. Das kann ja nicht so schwer sein. Das müsste ja. Am selben Tag zurückgefahren, wie der erste ein bisschen stressig, zweite Zimmer ist ein bisschen. Naja, aber dort übernachten, da hat kein Mensch als Geld dafür. Na, hör mal, die Demo ist wahrscheinlich um 4, 5 Uhr aus, sicher. Ja, wahrscheinlich früher sogar. Ja, interessant ist ja eigentlich und ein bisschen der Sinn, dass man dort ein bisschen Kontakte findet. Ne? Ja, natürlich, darum sage ich ein paar Stunden ein bisschen nachher. Auseinandersetzt ja. Und einmal schaut, wie sind die drauf und ein bisschen Update ja. Wird, wie, was machen die so. Und ja, man braucht auch eine Zeit. Ja. Aber eben, drum ein paar Stunden, denke ich mal, so vor 8, 9 auf keinen Fall, vielleicht eher 10, 11 zurückgefahren. Den Bus schlafen. Wir können ja. Nicht schlafen im Bus. Das heißt, der Busfahrer hätte dazwischen einige Stunden Zeit, wenn der im Bus pennen kann und dann zurückfahren oder man braucht einen zweiten kann Fahrer. Ja reden. Vielleicht können ein paar Leute ja dann auch die Bus legen und einschlafen, wenn sie keinen Mist machen, wenn ja. Man mit einer redet. Ja. Wenn die sehen, dass die Leute okay sind. Weil der Film musst du auch reinbringen. Ja, danke. Ja, man hört die nicht. Ja, das hört man da auch so. Also das heißt, dann schreibt es mir ihr alle, wer Interesse hat, halt möglichst bald, weil sowas müssen wir bald organisieren. Sonst, das sollten wir eigentlich die nächsten drei Tage wissen, weil sonst... Eigentlich sollten wir es die nächsten drei Tage wissen, kannst du deine Frau fragen, ob alles... Ich denke mir, die nächsten drei, vier Tage sollten wir das wissen, weil sonst wird es nicht. Kann ich schon mal anrufen dort bei irgendwelchen Busunternehmen oder mal nachfragen? Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich vermute auch, dass es noch billiger gehen wird. Das geht sicher billiger, weil der Fahrer kostet dort ja braucht, was das bei uns kostet. Ja, ich meine, ausnutzen möchte ich auch nicht. Also, die sollen schon was kriegen. Aber die verlangen ja von Haus aus weniger. Ja. Also, du musst rechnen, die haben einen Monatsverdienst von 350 Euro und der Busfahrer bei uns verdient 3000 Euro. Das ist der Unterschied. Ne? Das heißt, der kostet einmal vom Prinzip her, von der Zeit her. Aber es müssen dann wahrscheinlich zwei Fahrer sein, weil wenn der von Bratislava schon herfährt, die müssen wahrscheinlich um 7 Uhr in der Früh wegfahren. Nicht unbedingt, weil der kann ja dann tagsüber zwischendurch, wenn wir auf der Demo sind, schlafen. Dort kann er schlafen, ja. Eben. Ja, aber vor allem, das ist ja von Bratislava nach Wien, das ist ja um die Ecke. Das ist eine Stunde, ist ja gleich da. Ja, und dann halt noch einmal 5 Stunden wahrscheinlich. Ja. Und kleine Busse haben die auch. Ich schätze 4 Stunden. Das ist schon wieder langsam kalt. Ja. Und die haben auch halbwegs gescheite Busse. Mit Bus nach München vergisst das meistens schon. Ja.
Föhrenwald, die ersten Winkel, auch nicht Föhrenwald. Ja, das ist schon klar. Ja, du musst unter Feuerwald kommen. Das weiß ich, warum. Hin und zurück, natürlich. Was? Nein, ich kann gar nichts versprechen, aber ich frage mal nach. Ne? Mit dem Bus, wo ich gefragt habe, wenn wir 30 Leute sind, sind wir ungefähr 55 Euro hin und retour. Ja, das sage ich ja, das wird kein kleiner Bus. Ist jetzt nicht so schlimm, aber natürlich, wenn es noch billiger geht, ist es geschickt. Also eben, dann ist ein voll ausgebuchter Bus mit 30 Leuten. Desto näher der hinfahren kann und desto näher eine Probe kannst und ich kein Kind habe, desto eher der ich gern mitfahren. Wo wohnst du? Nein, ich kann schon wohin kommen. Ich brauche mich nicht von der Hamburg holen. Das geht schon. Also. Nein, also ich denke, mir ein zentraler Punkt, Bahnhof oder irgend sowas. 7. Februar, ja. Ja, dann stell das auf die Seite. Also ich stelle es heute noch auf die Friedensmahnwache und auf die Montagsdemo und dann schreibt es mir halt alle die. Ja, und halt irgendwas dazu schreiben, natürlich E-Mail-Adresse oder so, dass ich das möglichst, dass ich dann vielleicht die E-Mail-Adresse dazu schreibe, damit ich das dann per E-Mail, dass ich nicht 1000 GNs schreiben muss. Das wäre ja narrisch. Zeit habe ich gar nicht.